auch gespannt auf die verschiedenen Ideen in Sachen Staffelstab. Es muss ja nicht immer der Klassiker sein. Wir gucken, was dann so der ein oder andere noch mitgebracht hat, werden wir uns dann die Übersicht verschaffen. So, jetzt hoffen wir ganz einfach mal, wir spielen noch ein bisschen Sommermusik, habe ich gerade beschlossen, weil hier mit den Wolken, die schieben wir mal schön beiseite. Freuen wir uns drauf, ein bisschen Zeit ist noch bis zum Start, darf ich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Robert Drexler von Radio Dresden, wünsche allerseits uns einen richtig schönen Donnerstag und viel Spaß heute. Halten und da ist er schon. Jetzt in Führung. So. Minuten, gut 20 Minuten. Bereit zu halten für die Staffel dich und rechts. Achtung an alle. Staffelstab eben kommen. Auch noch hier reibungslos. Also als Übergabe wie gehabt des Staffelstabes. Schlussanlauf ganz links. Ja, Übergabe, Siegerehrung und auch noch eine schöne Schluss. Ganz links. Jetzt kommt die letzten Meter. Jawohl. Übergaben oder dann auch schon sogar lahmig. Uns. Klasse, wir freuen uns nach. Ich
Beginnen wir natürlich bei der Bronzemedaille, bei den drittplatzierten Frauenstaffel. Wir begrüßen das Team mit der Nummer 15, Marion Gerlach, Sabine Keller, Sibylle Hering und Claudia Fechner, S&P Express 2. Die Zweitplatzierten in der Frauenstaffel, Nummer 47, Claudia Hoffmann, Rebecca Schmidt, Edelgard Palfi und Peggy Eifler Just For. Nummer 73, Christina Hohlfeld, Claudia Helling, Cornelia Eckert und Gerrit Pfuhl, orientierungslos. Bei den Mixed Teams begrüßen zunächst bei uns die Drittplatzierten. Es ist das Team mit der Nummer 71, Tobias Kramer, Juliane Walter, Bernd Kleider und Markus Eisner. Das sind zusammen die windgetriebenen erste Mannschaft. Wir holen uns die Zweitplatzierten dazu. Das ist das Team mit der Nummer 45, Oliver Rönsch, Anne Katschner, Lars Müller und Martin Sauer. Zusammen sind sie Bavaria Klinik Kreischer TZ22. Unseren Sieger in die Mitte nehmen können. In der Mixed-Staffelwertung, das ist das Team mit der Nummer 56, das sind Katlin Hauptmann, Christian Böhm, Andreas Peschka und Andi Seidel zusammen, Alaun GmbH. Wahrscheinlich sehr, sehr laut jubeln, das ahne ich zumindest schon. Platz Nummer 3, Team mit der Nummer 8 und Kopitsch, Marco Richter und Magnus Bethka, die Stadtoase Dresden. Die Zweitplatzierte. Es ist das Team mit der Nummer 79. Das sind Andreas Jalowi, Holm Große, Tim Stolzenberger und Alexander Silex, fitformarathon.de. Erstplatziert, Männerstaffel. Das ist das Team mit der Nummer 67. Wir begrüßen Felix Hirsch, Peter Lehmann, Jörg Lehmann und John Highland. Das sind zusammen die Elbies Reloaded.